herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir eine Karotten-Ingwer-Suppe. Von Zutaten her brauchen wir Karotten, Ingwer, Knoblauch, Zwiebel, wenn ihr mögt, Mandarinen, Gewürze, Salz, Pfeffer natürlich, Kurkuma, ein bisschen Gemüsegrundstock, Wasser, Joghurt zum Topping, wenn ihr wollt, frischen Koriander, Lauchzwiebeln und noch ein paar andere Sachen, die zeige ich euch aber später. Dann lasst uns mal beginnen. Als allererstes macht ihr euch einen Topf heiß, schneidet die Karotte einfach nur in grobe Stücke, nicht zu grob, weil sonst dauert es einfach ewig. Und gebt die dann als allererstes in den Topf, damit wir da richtig schöne Röstaromen bekommen. So, in der Zwischenzeit können wir uns schon mal die Zwiebel schälen. Jetzt wollen wir eine Schale. Gebt ruhig ein kleines bisschen Olivenöl dazu. Und lasst das Ganze schön anlehnen. Auch die Zwiebel reicht, wenn ihr sie in grobe Stücke schneidet. Das ist völlig genügend. Genau. Die Zwiebel einfach in grobe Stücke schneiden. Und dann geben wir auch die Zwiebel in den Topf zu den Karotten. So, dann bereiten wir uns gleich den Knoblauch vor. Ein oder zwei Zehen ist natürlich ganz euch überlassen. Größenfrage, finde ich. Gerade bei Knoblauch wird er gerne in Zehen die Größe angegeben. Aber ganz ehrlich, das hier ist eine ganz andere Zehe als jetzt zum Beispiel die hier. Naja, da schaut ihr einfach selbst, wie viel ihr möchtet. Die ziehen wir auch einfach nur die Haut ab. Mach mal hier ein bisschen leiser für euch. So. Währenddessen hört ihr nebendran schon, wie es schön brutzelt und schmort. Das ist ganz, ganz wichtig, gerade bei veganen, vegetarischen Suppen, dass ihr das alles ein bisschen anrösten lasst, damit wir wirklich Power in die Suppe bekommen. Immer wieder die Hitze ein bisschen runternehmen, wenn es euch zu heiß wird. Dann noch ein bisschen garen lassen. Auch den Knoblauch schneide ich nur ganz grob in Stückchen. Gebt den dazu, muss schon ein bisschen weinen von den Zwiebeln. Aber das ist gut, dann sind sie frisch. Dann nehme ich mir das Wasser, rühre mir zwei Teelöffel von meinem selbstgemachten Gemüsegrundstock, wo ihr das Video auch hier auf YouTube findet, rein und lösche dann alles damit ab. Wunderbar. So, dann kommen unsere Mandarinen. Ein oder zwei, egal, ob Mandarine oder Orange, könnt ihr euch auch selbst aussuchen. Ich habe mich jetzt heute für die Mandarine entschieden. Die entfernen wir von ihrer Schale. So. Das Gute ist, wir werden die Suppe nachher pürieren. Das heißt, wir müssen uns da keine Mühe geben beim Schneiden. Alles einfach in grobe Stückchen rein. Bei den Mandarinen, wenn das welche sind, die viel weißes Fruchtfleisch haben, dann könnt ihr das ein bisschen wegnehmen, weil es bitter werden kann. Die hier hat jetzt total wenig. Die kann ich jetzt gleich so reingeben. So. Und die zweite auch noch. In unserem Topf köchelt jetzt Karotte mit Zwiebeln, mit Knoblauch, mit Gemüsebrühe.
Olivenbrühe und mit der Mandarine. Und wir widmen uns dem Ingwer. Tastet euch da ein bisschen langsam ran. Es ist immer auch ein bisschen die Frage, wie lange liegt der bei euch schon? Ist der noch sehr frisch oder nicht? Auch ist es die Frage, gehe ich davon aus, dass ich die Suppe heute zu Ende esse oder erwärme ich mir die morgen oder übermorgen nochmal? Weil so ein frischer Ingwer kann bei jedem Erwärmen nochmal schärfer werden. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Ich schneide ihn schon mal gleich in feine Scheiben, damit er sein ganzes Aroma dann gleich entfalten kann. Und gebe dann meistens so 1 bis 2 cm dazu. So, jetzt haben wir alle Zutaten drin. Jetzt lassen wir das gar kochen. Das dauert so, je nachdem wir die Sachen geschnitten haben, zwischen 5 und 10 Minuten. Und dann sehen wir uns hier wieder. Als nächstes machen wir uns jetzt die Toppings fertig. Das heißt, ich schneide mir einen Apfel. Apfel passt in meinen Augen hervorragend zur Jahreszeit und hervorragend zur Karottensuppe. Was ich immer ganz wichtig finde, ist, dass man sich ein bisschen Mühe bei den Toppings gibt. Also eine Suppe kann sonst schon ganz schön langweilig werden, wenn man da so einen ganzen Teller löffelt und irgendwie alles gleich schmeckt. Ich finde es wahnsinnig interessant, wenn irgendwie jeder Löffel ein bisschen anders wird. Und das passiert natürlich nur, wenn ihr verschiedene Toppings oben drauf gebt und euch dann quasi jeden Löffel selbst zusammenstellen könnt. Deswegen mache ich jetzt ein paar Zitronenäpfel. Das heißt, ich schneide mir einfach nur die Äpfel ganz fein und gebe dann einen guten Spritzer Zitronensaft drüber. So. Am besten ordnet ihr euch das alles ein bisschen an den Teller an. Dann habt ihr das nachher alles parat beim Servieren. Jetzt, wie gesagt, schneidet ihr euch einfach ein Stück Zitrone runter und gebt das hier drüber. Wunderbar. Dann habe ich ein paar gesalzene und geröstete Erdnüsse. Die werde ich mir jetzt noch ein kleines bisschen hacken. Einfach nur so ganz grob, die müssen echt nicht fein gehackt sein, nur so ein bisschen anhacken, dann kommen die auch auf meinen Teller. So. Dann möchte ich ja frischen Koriander. Den könnte ich schon so drauf geben. So, und das sind jetzt heute meine 3 Toppings. Ihr nehmt natürlich die 3 Toppings eurer Wahl, wobei, wenn ich es mir recht überlege, dann nehme ich noch ein 4. Und zwar noch ein bisschen Lauchzwiebel. Das wäre auch noch ganz nett. So. Fertig ist das Ganze. Den gebe ich jetzt hier in die Mitte. So. Und dann denke ich, ist unsere Suppe auch schon soweit fertig, dass wir die jetzt pürieren können. Und das machen wir jetzt natürlich. Fertig püriert geht's jetzt natürlich ans Abschmecken. Das heißt, wir geben jetzt den Kurkuma dazu. Dann natürlich Salz und Pfeffer. Beim Pfeffer würde ich ganz sparsam rangehen und lieber später noch was nachgeben, weil wir ja den Ingwer schon drinnen haben. Jetzt kommt noch der Pflanzenjoghurt dazu und dann wird mal alles ordentlich verrührt. Und dann kann man schon zum ersten Mal abschmecken. Ich denke, da wird jetzt schon noch was fehlen. Ich habe jetzt sehr zaghaft Salz reingegeben. Jetzt gucken wir einfach mal. Mmh.
Was ihr dazu so ein bisschen bedenken dürft, habe ich genügend Salz, genügend Pfeffer. Also das machen noch die meisten Menschen. Aber habe ich auch das Spiel Säure-Süße ausgeglichen. Was mir jetzt da noch fehlt, der Ingwer ist nicht so stark, wie ich es wollte. Deswegen gebe ich jetzt noch ein kleines bisschen Chili dazu. Das finde ich jetzt ganz gut. So. Und tatsächlich auch noch ein bisschen Salz. Und dann verrühre ich nochmal alles. Jetzt geht es ans Anrichten. Ihr nehmt euch ein, zwei Schöpfer der Suppe. Wenn ihr sie natürlich flüssiger oder fester haben wollt, dann dosiert ihr einfach ein wenig Flüssigkeitsverhältnis. So, dann können wir jetzt hier ein bisschen Frühlingszwiebel drauf geben. Unsere Zitronenäpfel selbstverständlich. Unsere Nüsse. Und zum Schluss unseren Koriander. Und wer dann möchte und das zu Hause hat, kann noch ein bisschen Rauchpaprika für die rauchige Note dazugeben. So, zack, zack. Und voilà, ist die Suppe fertig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr habt Lust zum Nachkochen und selbst auszuprobieren. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Ciao, ciao.